Robert Mark Lehmann wurde von einem der giftigsten Tiere Europas erwischt. Hier zeigt er uns, was mit ihm passiert ist, wie das alles ausgesehen hat. Ich reagiere auf sein Video und gebe noch einige wichtige Zusatzinformationen, die man in so einer Situation unbedingt wissen sollte, um Schlimmeres zu vermeiden. Wenn ich das Titelbild jetzt schon sehe, na, dann sehe ich schon eine ganz bestimmte Sache, die mir ein wenig Sorgen bereitet. Und ich glaube, dass es dem Robert da nicht besonders gut gegangen ist. Diese Hand, seht ihr das? Die geht komplett zu. Diese Hand? Die geht nicht mehr komplett zu. Das hat einen Grund. Denn ich wurde 2008 oder 2009, ich weiß es nicht mehr, wurde ich vom giftigsten Tier Europas gestochen. Dem, wer weiß es, lieber Chat, kommt. Wer weiß es? Kleinasiatische Bergotter, Milosotter, schwarze Witwe. Petermännchen, na bitte. So, das Petermännchen hat mich gestochen. Trachinus Draco. Trachinus Draco ist nicht das giftigste Tier Europas. Und ich habe das damals besorgt für das Ozeanarium Stralsund, in dem ich gearbeitet habe. Und habe das geangelt und ich sollte 25 Petermännchen besorgen. Und ich hatte 24, meine Kollegin Nicole hieß sie damals, hatte das 25. an der Angelleine. Ich habe die, also sie hat mich darum gebeten, den Fisch abzumachen. Die haben wir mit Schonhaken gefangen, das heißt, der Fisch war da gar nicht doll dran gehakt. Dann hat man die Angelleine gefasst, den Haken angefasst und den Haken einfach so schnell gedreht und dann fiel der Fisch in so eine Bütt. Also eine Maurerbütt mit Wasser. Und dann hat man die ins Aquarium transportiert. Damit ihr wisst, ne, von welchem Tier wir hier sprechen. Das ist das legendäre Petermännchen. Der giftigste Fisch Europas. Und ihr seht, da hat er oben so Stacheln. Und da in diesen Stacheln drin hat er so ein drüsenartiges Gewebe, das nochmal von Bindegewebe umgeben ist. Und dort drinnen, ja, befinden sich die Giftdrüsen. Und wenn du da jetzt drauf trittst oder eben auch mit der Hand drauf kommst, dann wird dieses Drüsengewebe durch den mechanischen Druck zusammengepresst. Und das befördert das Gift in die Stichwunde. Ich hatte die Angelleine in der Hand, meine Kollegin die Angelrute mit der Schnur, die ging hier nach oben und dann zu meiner Kollegin. Hier unten baumelte der Fisch, ich ging nach unten, wollte gerade zugreifen, als meine Kollegin einen Schritt nach hinten macht. Was passiert, wenn man einen Schritt nach hinten macht? Die Leine zieht sich nach oben, der Fisch schlägt hier dran, bupp, schlägt um und macht so bupp und erwischt mich mit seinen drei Backspines, 1, 2, 3, hier oben drauf, da rein. So. Ich hatte drei winzig kleine Punkte, wie mit einer kleinen feinen Kanüle, 1, 2, 3, drei winzig kleine Blutstropfen. Nach 10 Sekunden etwa hatte ich einen Schmerz in der Hand, dass ich dachte, willst du mich eigentlich verarschen, als ob jemand mit einem großen Vorschlaghammer einmal auf deine Hand gehauen hat. Der Schmerz kroch dann den Arm hoch in Minutenschnelle, als ob dir jemand mit einem heißen Messer immer wieder in den Arm schneidet. Sehr typisch für Petermännchen, ja. Die sind wahnsinnig schmerzhaft. Die sollen teilweise sogar schmerzhafter sein oder werden sogar als schmerzhafter beschrieben als ein Stachelrochen. Ich habe das Boot noch nach Hause gefahren. Dauerte, weiß ich nicht, 20 Minuten. Da kam ich da an, schon mit ersten Lähmungserscheinungen am Hals, Puls 180, nicht aus Wut, sondern aus Aufregung, richtig Herzklopfen, krasseste Schmerzen in der Hand, im Arm, es wurde immer, immer schlimmer. Und ich habe gesagt, Krankenhaus, schnell. Dann sind wir ins Krankenhaus, ich glaube nach Uppsala. Und haben dann dort, kam ich rein, hier Petermännchen, Fisch gestochen und alle guckten mich an. Hä, was? Keiner wusste Bescheid. Er macht die richtige Entscheidung, ne? Er wird von einem Petermännchen gestochen, geht ins Krankenhaus, aber im Krankenhaus weiß keiner Bescheid. Ich wusste nur aus den Erfahrungen im Aquarium und demjenigen, der vom Leinenfisch gestochen wurde im Aquarium, heißes Wasser so schnell wie möglich. Das Problem an der Geschichte ist, das Wasser muss so heiß sein, dass es eigentlich deine Haut verbrüht, um die Gifte, die jetzt in deinem Blutkreislauf sind oder in deiner Hand, und sich ja auch verteilen relativ schnell, zu denaturieren. Das heißt, Gifte sind Proteine oder bestehen zum Teil aus Proteinen. Proteine denaturierst du, also zerstörst du, wie wenn du eine Hühnersuppe kochst, wird das Hühnerfleisch weiß, indem du heißes Wasser anwendest. Damit sollen die Proteine in der tiefen Hautschicht denaturiert werden. So die Theorie. Wasser brauchst du da so um die 65 Grad. 65 Grad verbrüht deine Hand, kannst du eigentlich deswegen ins Krankenhaus fahren.
Wenn du zu wenig nimmst, 54 Grad, 53 Grad, verbrühst du dich ja immer noch, aber die Hitze kommt nicht in der Tiefe an. Das heißt, du machst mit den Proteinen gar nichts. So. Diese Warmwassermethode, das wird tatsächlich heute noch von einigen Autoren empfohlen. Und zwar wird da empfohlen, die betroffene Extremität ungefähr 20 bis 90 Minuten lang in ein Wasserbad zu geben. Und dieses Wasserbad sollte 39 bis 45 Grad Celsius haben. Das Problem ist aber nur eben, wie es der Robert ja jetzt eh schon gesagt hat, na, bis diese Hitze dann in die Tiefe eindringt. Das Gift verteilt sich im Körper, über die Lymphbahnen, über die Blutgefäße, ja, das geht weiter. Und die zweite Problematik ist, wenn wir lokal die Temperatur stark erhöhen, dann bedeutet das für den Körper eine zusätzliche Stresssituation. Na, der Körper fühlt sich dadurch lokal angegriffen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt schickt er die ganzen Bestandteile des Immunsystems, Immunzellen, die entzündungsfördernde Komponenten ausschütten und so weiter, das schickt der Körper alles dorthin. Und jetzt verstärkt man diese Entzündungsreaktion, die ohnehin schon durch das Gift des Betamännchens hervorgerufen wird. Das heißt also, diese Warmwassermethode, die kann zwar in der Theorie helfen, aber in der Praxis ist es dann so, dass man in der Regel den Zustand verschlimmert. Deswegen wird von der Warmwassermethode eigentlich eher abgeraten. Ich habe vor Schmerzen dort gejammert und ich weiß noch, vielleicht können wir ihn mal irgendwann fragen, wie ich... Ich hing denn da in einer Schüssel mit heißem Wasser, Thermometer drin, ich weiß nicht mehr, wie viel Grad das war. Ich meine 55, ich nagelt mich nicht fest. Ich nahm dann noch mein Handy, so ein alter Knochen, Nokia 6310i, Silber, weiß ich noch. Und habe meinen Kumpel Schubi angerufen, Philipp Schubert von Submaris, kennt ihr auch schon aus einigen Reportagen, mein Skipper aus dem Geisternetz-Video, der immer bricht und so weiter. Und hab den angerufen, Schubi, war schön mit euch, war nett euch kennenzulernen, aber ich glaube, das war's diesmal. Diesmal bin ich am Arsch. Und das habe ich echt gedacht. Ich dachte, alter Schwede, das geht hier diesmal schief, verdammte Scheiße. So krass war das Gefühl in mir. Ja, zum Glück ist es nicht schief gegangen. Doch, es ist schief gegangen, aber nicht so schief, dass du jetzt tot bist. Wenn ich es dir irgendwie wünschen könnte, dass deine Hand wieder ganz heile wird, ich würde es sofort in die Wege leiten. Hatte meine Hand in der heißen Tonne und man gab mir Morphin, was überhaupt nichts bringt. Wirklich, es hat gar nicht geholfen. Es tat einfach nur wahnsinnig doll weh. Dann saß ich da minutenlang, es passierte nichts. Keiner wusste, was zu tun ist. Morphin bringt nichts bei einem Betamännchen. In anderen Fällen wurde Lidocain verabreicht. Das ist auch so eine Art Betäubungsmittel, / Schmerzmittel. Und das lindert die Beschwerden vorübergehend. Für kurze Zeit. Danach kommen sie wieder. Was da verabreicht werden kann, sind Benzodiazepine, heißen die, glaube ich. Und das sind Komponenten, die eine dämpfende Wirkung auf das Nervensystem haben und damit eine stark beruhigende und ermüdende Wirkung auf den ganzen Körper haben. Und das lindert tatsächlich die Beschwerden. Am Ende habe ich einen Gips gekriegt und einen Verband. Einen Gips bei einem Betamännchen, das ist so ziemlich, das ist nicht cool. Das macht man nicht, Leute. Ich kann ungefähr den Gedankengang der Ärzte, kann ich hier nachvollziehen. Das sollte die betroffene Extremität stabilisieren und bei manchen Vergiftungen durch ein Tier wird ein Druckverband angelegt. Das heißt, die betroffene Extremität, die wird dann so in so einem Verband eingewickelt. Und zwar, der wird auch relativ stramm gezogen, also da entsteht dann schon ein Druck auf das Gewebe. Und dieser Druckverband, der da angelegt wird, der soll den Blutfluss verlangsamen, aber ihn nicht vollständig unterbrechen. Und dadurch, dass der Blutfluss verlangsamt ist, soll sich theoretisch auch die Ausbreitung des Giftes im Körper verlangsamen. Und dadurch gewinnt man Zeit. Und Zeit ist bei einem Unfall mit einem giftigen Tier Leben. Jetzt gibt's aber das Problem, dass sehr viele tierische Gifte Schwellungen verursachen. So auch das Gift des Betamännchens. Bei einer Schwellung darfst du auf keinen Fall einen Druckverband anziehen. Weil dann passiert das, dass der Druckverband gegendrückt und die Schwellung einen Druck von innen verursacht. Und jetzt schwillt diese Extremität an und irgendwann einmal kann dieser Druck so groß werden, dass man Gewebeschäden erleidet. Und zwar teilweise ziemlich heftige Gewebeschäden. Was sind das für Ärzte? Ich bin gerade ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Ein gutes Buch, das ich allen hier empfehlen kann, ist Gifttiere, ein Handbuch für Biologen, Toxikologen, Ärzte und Apotheker. Und Robert, falls du dieses Video siehst, erstens mal Grüße gehen raus und zweitens zeig dieses Buch deinen Ärzten,
weil da steht drin, was sie hätten tun sollen, nachdem dich das Beta-Männchen gestochen hat. 600er Ibos, zwei Stück rein, passiert, es hilft nichts. Kein Schmerzmittel der Welt hilft. Und dann am nächsten Tag habe ich die ganzen Fische verladen, nach Deutschland gebracht und alle Aquarien beliefert. Das hat noch geklappt. Aber ein harter Kerl ist er, der Robert. So, am Tag vorher vom Beta-Männchen erwischt werden, ab ins Krankenhaus gibt's und am nächsten Tag gleich weiterarbeiten. Ich bin dann in Deutschland zum Arzt gegangen und zwar, ich habe zu der Zeit in Stralsund gewohnt, erst dort konnte man nämlich helfen, ins Tropeninstitut oder Spezialschmerzklinik nach Greifswald, glaube ich, die mich alle angeguckt haben. Welcher Vogel hat sie gebissen? Petermännchen. Keiner wusste irgendetwas darüber, ja. Die haben mich eingegipst, mir Schmerzspritzen gegeben und gesagt, Pause, wir wissen auch nicht, was passiert. Wir können nur Symptome behandeln, wir wissen jetzt auch nichts, was passiert. Wir können nur Symptome behandeln, das ist eigentlich das, was man beim Petermännchen macht, aber nicht so. Der Arm ist dann angeschwollen, war doppelt so dick, es gibt ein Foto und ich schicke das auch an Max und Johannes. Foto Petermännchen, wo ich da in der Notaufnahme sitze und von dem Stich auch, also von meiner angeschwollenen Mickey Maus Hand. Zieh euch rein, wundert euch nicht, wie ich aussehe, ich war sehr klein, dünn und jung. Und dann hatte ich diesen Gips wochenlang, hab damit gearbeitet und so weiter, der Schmerz ließ nach, das war okay. Und irgendwann, das war Vollgips, also nicht so Halbgipsschienen, wie es heute manchmal gibt. Und irgendwann ist der Arm so stark angeschwollen, dass der Gips aufgesprengt wurde und ich Ultraschmerzen hatte, wieder in die Notaufnahme, wieder hatte keine Ahnung, Schmerzspritzen, nur Behandlung, Kompression. Es war alles absolute Scheiße. Es war alles absolute, das war richtiger Mist. Ich konnte meine Hand nicht mehr richtig bewegen, ja bis heute nicht richtig. Irgendwann ging das vorbei. Das dauerte aber Wochen. Was der Robert hier eigentlich gemacht hat, war absolut richtig. Er ist ins Krankenhaus gegangen. Nur die im Krankenhaus haben es verkackt. Ne? Also das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das Gift verursacht eine Schwellung. Die Ärzte gehen her, legen dir auch noch einen Gips an. Der Gips drückt von außen, das Gewebe schwillt noch mehr an. Ja, und jetzt in diesem Fall hatte der Robert tatsächlich wieder Glück, weil der Gips nachgegeben hat. Und dann saß ich mit meinen Eltern ein halbes Jahr später auf Rügen beim Abendessen in irgendeinem Schloss. Wir haben gegessen und während des Essens schwillt mir mein Arm wieder auf doppelte Größe an. Und der Abend mit meinen Eltern, die ich selten gesehen habe zu der Zeit und auch heute selten sehe, endete in der Notaufnahme. Wieder einmal. Das ist dann natürlich jetzt eine Folgereaktion von dem Ganzen. Na, durch die Wirkung des Giftes, durch die falsche, unsachgemäße Behandlungsmethode und so weiter, entsteht jetzt eine allgemein körperliche Überempfindlichkeit. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass wenn du jetzt etwas isst, das Proteine beinhaltet, die den Körper auf irgendeine Art und Weise an das erinnern, was er hier durchgemacht hat, ja, kann es sein, dass sofort das Immunsystem wieder reagiert und der Arm schwillt an und dann haben wir genau diese Situation. Nach 6 Monaten noch, ne? Und bis heute kann ich die Hand nicht richtig gut bewegen und habe da auch nicht so viel Kraft wie in der rechten. Ich bin natürlich auch Rechtshänder, aber der Fisch hat echt für Probleme gesorgt. Was für ein Arschloch unter den Fischen. Das war schlimm. Das war die Geschichte vom Robert und wenn euch jetzt noch interessiert, wie man Hai werden kann, indem man Frösche und Kröten ableckt und warum das keine so gute Idee ist, schaut euch gerne das Video an, das ich euch hier im Abspann vorschlage. Bis dann.